Hallo, liebe Camino-Freunde. Camino Português de la Costa. Dieser Camino beginnt in Porto und endet in Santiago de Compostela. Man sollte sich zumindest einen Tag Zeit nehmen, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten dieser Stadt zu besichtigen. Deshalb diese Sehenswürdigkeiten hier einmal im Schnelldurchgang. Natürlich kann ich nicht zu allen Sehenswürdigkeiten große Erklärungen abgeben, aber hier dies zum Beispiel ist der Bahnhof von Porto mit seinen großen blauen Bildtafeln, auch Azulejos genannt. Viele Kirchen schmücken sich mit diesen Azulejos. Das wunderschöne Café Majestic lohnt einen Besuch, ebenso die Kathedrale, die auf einem Hügel von Porto liegt. Der Kreuzgang ist sehr schön. Man kann dann über die Brücke Luís, die den Douro überspannt, auf die andere Flussseite gehen und dort den anderen Stadtteil von Porto besichtigen. Von der anderen Uferseite aus hat man einen wunderschönen Ausblick auf Porto, auf die Altstadt von Porto und die Kathedrale. Für Harry Potter-Fans ist die Bücherei Livraria Lel ein Muss. Eine Stunde haben wir angestanden, um diese Bücherei besuchen zu dürfen. Berühmt ist diese Bücherei für ihre geschwungene Holztreppe. Wir wären gerne noch einen Tag länger geblieben, aber unser Hotel war schon vorgebucht für den nächsten Tag. Voller Erwartung machten wir uns auf den Weg. Was werden wir wohl auf den nächsten 280 Kilometern alles erleben? Die ersten knapp 5 Kilometer verlaufen zunächst an der Straße neben dem Rio Douro. Es ist dennoch ein ganz besonderes Erlebnis, Porto auf diese Weise zu verlassen und den Atlantik zu Fuß zu erreichen. Wenn der Fluss in der Sonne glitzert und die Rufe der Möwen das nahe Meer ankündigen, dann wird der Verkehr neben einem schnell nebensächlich. Man kann zur Küste auch mit der historischen Trambahn fahren, allerdings haben wir den Fußweg vorgezogen. Nach kurzer Zeit erreichen wir den Rio Leza und überqueren diesen über diese Klappbrücke. Noch ein paar Worte zu dem Weg entlang am Rio Douro. Es ist schon etwas Besonderes. Je mehr man sich dem Atlantik nähert, desto salziger wird die Luft. Man spürt das Meer bis in die untersten Lungenkapillaren. Die Meeresluft wabbert den Douro hinauf. Und man kann es kaum erwarten, endlich das Meer zu erreichen. Gleichzeitig möchte man aber diese Spannung auf das Meer nicht missen und den Weg noch einmal zum Meer gehen. Ich bin schon einige Caminos gegangen. Insofern dachte ich, mich kann nichts mehr überraschen. Überrascht war ich und ebenso meine Ehefrau von der Schönheit dieser Landschaft, insbesondere von dieser üppigen Blumenpracht links und rechts des Weges. Nach 16 Kilometern erreichten wir dann mittags unser erstes Hotel auf diesem Wege. Unser Weg führt uns an diesem Obelisk vorbei. Er erinnert an die Anlandung des Heeres von Pedro I. am 8. Juli 1832. Auf Holzstegen wandern wir weiter zu einem Fischerort. Hier füllen gerade die Fischer ihre Köder mit Fischköpfen. Boah, das sind ja alle Köpfe von den Fischen. Beeindruckt hat uns die Fröhlichkeit und die tiefe Zufriedenheit dieser Menschen. Kein Wunder, sie wohnen ja auch im Paradies. Kein Paradies ohne Schlangen. Als meine Frau das Schild mit der Schlange sah,
war sie doch etwas vorsichtiger. Eine Stülpnasenotter soll sich hier herumtreiben. Wir wandern weiter entlang endloser Strände und fast endlosen Holzstegen, bis eine Smaragdeidechse unsere Aufmerksamkeit erregt. Holzstege, Holzstege, Holzstege. Wir sind bestimmt über 100 Kilometer auf Holzstegen gewandert. Immer am Strand entlang. Vom Atlantik kühlt eine ständig leichte Meeresbrise. Das Wandern fällt einem leicht. Ab und zu lädt eine kleine Kneipe zur Einkehr ein. Mein ganz großes Kompliment geht an die Portugiesen und die Spanier, die es einem ermöglichen, diese bequemen Wege immer direkt am Strand entlang gehen zu dürfen. Das imposante Kloster Santa Clara hoch über dem Rio Ave empfängt die Pilger in Vila do Conde. In Port Vasim an der Hafenmauer gegenüber dem Casino zeigt ein riesiges Azulejo-Wandbild Szenen aus der Vergangenheit der Stadt, darunter auch dramatische Darstellungen aus der Fischerei und Seefahrt. Auf unserem Smartphone haben wir eine Pflanzenbestimmungs-App. So kann man also anhand der Bilder nachschauen, wie denn die einzelne Pflanze heißt. Diese Pflanzen hier mit den dickfleischigen Blättern und den gelben Blüten und diesen rosaroten Blüten heißt zum Beispiel Hottentottenfeige. Spät nachmittags erreichen wir unser Hotel in Faro und der erste Weg führt natürlich in den Swimmingpool. Heute erwartet uns ein abwechslungsreicher Tag. Wir überqueren im Morgennebel die Brücke über den Fluss Cadouf. Der heutige Tag verläuft komplett landeinwärts, ohne einen Strand zu betreten. Für Kaffee und Kuchen ist es leider noch zu früh. Aufgrund der Ferne zum Meer, der Straßenlastigkeit und der vielen Abschnitte durch besiedeltes Gebiet eine eher uncharmante Etappe. Drei Lichtblicke entschädigen. Der kurze, aber sehr schöne Waldpfad hinunter zum Rio Neva, der längere Waldweg hinter Castelo de Neva und am Ende unser Hotel Casa d'Arena. Vorbei an Apfelsinenbäumen, an Zitronenbäumen, an schönen Mauerblumen geht es weiter in Richtung eines schönen Waldpfades am Hang über dem Flüsslein Rio Neva. Das sind Momente, die unser Herz höher schlagen lassen.
Wir kommen uns vor wie im Urwald. Wir gehen entlang eines verwunschenen Waldweges oberhalb des Flusses. Ab und zu gibt die dichte Vegetation den Blick frei auf den Flusslauf. Der Rio Neva wird auf einem nur ca. 1,2 Meter breiten Steg aus dicken Granitplatten überquert. Diese Brücken lieben wir. Das sind Orte auf dem Camino, an denen man stundenlang verweilen könnte. Entlang traumhafter Hohlwege erreichen wir unseren Übernachtungsort Chafé. Unser Hotel Casa d'Arena ist ein Traum, Haus der Königin. Wir können es kaum fassen. Wir fühlen uns wie Könige. Zuerst werden die lahmen Gelenke im Pool regeneriert. Der Garten umwerfend schön, mit Apfelsinen und Zitronenbäumen. Nach einem leckeren Frühstück geht es gestärkt auf zu einer sehr kurzen Etappe über nur 8 Kilometer. Und warum nur 8 Kilometer? Wir wollen nach Viana do Castel, eine traumhaft schöne Stadt, die wir nicht nur durchlaufen möchten. An einem historischen Waschplatz kühlen wir unsere Handgelenke, bewundern die Blumenpracht einzelner Häuser, der Blick wird frei auf Viana do Castel. Nur noch über die 600 Meter lange Eifelbrücke über den Rio Lima und wir erreichen unser heutiges Tagesziel. Die 563 Meter lange Ponte Eifel über den Rio Lima ist ein Werk des Ingenieurbüros von Gustav Eifel und wurde 1878 eröffnet, 11 Jahre vor Fertigstellung des Eiffelturms in Paris. Mit einer Standseilbahn fahren wir auf den 160 Meter hohen Monte di Santa Lucia. Hier thront der dem Sagrado Corazão de Jesus geweihte Templo de Santa Lucia. Der Ausblick von hier oben ist umwerfend. Hier nochmal ein Blick zurück. Über diese Brücke sind wir gekommen.
Viana ist eine der hübschesten Städte im Norden von Portugal. Viana schmückt sich mit wappenverzierten Palästen, Kirchen und Klöstern, Brunnendenkmälern und öffentlichen Brunnen, die ein sehenswertes kulturelles Erbe darstellen. Unser Fleck Design Hotel liegt in der Altstadt und hat oben auf der Dachterrasse einen Swimmingpool. Auf unserer heutigen Etappe dürfen wir wieder in vollen Zügen den Atlantik genießen. Wunderbare, teilweise naturbelassene und unverbaute Sandstrände verlocken ein ums andere Mal zu pausen. Wir passieren einige alte Windmühlen, überqueren einige Bäche, genießen die Natur und sind einfach froh, dass wir hier so unbeschwert gehen dürfen. Der Weg führt uns für einen kurzen Streckenabschnitt wieder ins Landesinnere. Die Vegetation erinnert uns stark an die von der Toskana in Italien. Apropos unbeschwert gehen zu dürfen. Ich habe es diesmal anders gemacht. Im Gegensatz zu meinen früheren Caminos habe ich diesmal das Gepäck vorgeschickt, mittels Camino Facils eine Transportfirma, die ich hier ausdrücklich loben möchte. Dann haben wir aus persönlichen Gründen nicht in Herbergen, sondern ausschließlich in Hotels geschlafen. Die Hotels habe ich mittels Booking.com 2 Tage im Voraus gebucht und den Gepäcktransport geregelt. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile. Zum einen weiß man immer, wo man mittags sein wird, zum anderen nimmt es einem auch ein gewisses Maß an Individualität. Während der Wanderung hatten wir nur einen Tagesrucksack für Regenschutz und Lebensmittel. Somit fiel die Suche nach einem freien Bett weg. Andere Pilger berichteten uns, dass so manche Herberge geschlossen war und die Suche nach einem freien Bett etwas nervig war. Ob das an der Corona-Situation liegt oder lag, kann ich nicht beurteilen. Wir dachten schon, wir hätten die schönsten Sandstrände bisher gesehen, aber die jetzt kommenden Sandstrände übertreffen die vorherigen bei weitem an Schönheit. Weiter geht's auf Holzstegen nach Via Praia de Ancora. Wir überqueren in der Nähe einer alten Mühle den Rio Ancora und erreichen in Kürze die Stadt.
Es gibt Orte, in die könnte man sich verlieben. Villa Praia ist so einer. Im Nachhinein habe ich mich geärgert, dass wir hier nicht einen Tag länger geblieben sind. Der Ort, der Strand, der Fluss, die Menschen, die Restaurants, ja, auch die Konditorei. Es passte alles. Heute ist unser letzter Tag in Portugal. Wir sagen Danke, Portugal. Danke für diese traumhafte Landschaft. Danke für die Herzlichkeit der Menschen. Danke für die leckeren Speisen und Getränke. Danke für die vielen Holzstege. Danke für alles. Von weitem können wir schon Spanien erkennen. Der Monte de Santa Tegra grüßt uns. Wir müssen über den Rio Minho auf die spanische Seite. Wir laufen aber noch bis Caminha, um dort Kaffee und Kuchen zu uns zu nehmen. Wir warten auf die Fähre. Die Fähre ist defekt. Wir müssen 3 Kilometer zurück zum Fischerboot. Dieses bringt uns in Windeseile nach Spanien. Am anderen Ufer werden wir abgesetzt. Wir laufen um den Monte de Santa Tegra durch einen Kiefernwald. Kunst ist angesagt. Bei richtiger Position des Betrachters ergibt sich ein kleines Kunstwerk. Noch wenige Kilometer um den Berg herum und wir erreichen Aguada, wo wir die Nacht verbringen. Noch ein paar Worte zur Orientierung. Grundsätzlich ist es kaum möglich, sich zu verlaufen. Der ganze Weg ist mit gelben Pfeilen gut gekennzeichnet. Als Reiseführer nehme ich immer den von Rotor. Auf der Internetseite von Rotor stehen kostenlos Downloads für GPS-Tracks bereit. Ich habe diese Tracks runtergeladen. Sie sind eine gute Hilfe. Auf dem Weg habe ich zwei ältere Damen getroffen, die mit einem Taxi zu ihrem Hotel gefahren sind, weil sie völlig die Orientierung verloren haben. Hier sehen wir den ersten Kilometerstein auf spanischem Grund. Er zeigt an, dass es noch 161 Kilometer sind bis Santiago de Compostela. Zurück zu den beiden Damen. Mit einem Smartphone konnten sie nicht umgehen, hatten aber eins bei sich. Es gibt im Internet einige Apps, die kostenlos sind, zum Beispiel Geotracker. Mit Hilfe der Tracks findet man immer wieder auf dem Weg zurück. Wenn zum Beispiel ein Ort abseits des Weges liegt, zum Beispiel ein Café oder eine Unterkunft, lässt sich schnell wieder auf den Jakobsweg zurückfinden. Wir gehen weiter. Im Vergleich zu den Vortagen verliert der Weg durch die Nähe zur Straße etwas an Charme. Doch die jetzt rauere, felsige Atlantikküste und einige Abschnitte auf küstennahen Wegen und Pfaden abseits der Straße begeistern trotzdem. Wir nähern uns dem Kloster Real Monasterio de Oia. Die Mönche, die hier früher lebten, förderten auch den Weinbau entlang des Minho. Nach der Entdeckung Amerikas führten sie neue Kulturen wie Mais und Tomate ein. Die kleine, geschützte Bucht direkt vor dem Kloster war zudem der einzige Ort zwischen Minho und Bayona, an dem Schiffe bei Unwetter ankern konnten. Zur Abwehr vor Piratenüberfällen befanden sich auch immer eine Handvoll Soldaten im Kloster. Im Jahr 1625 flüchteten sich zwei portugiesische und ein französisches Handelsschiff vor ihren arabischen Verfolgern in diese Bucht. Die Legende erzählt, Bruder Anselmo, in seinem früheren Leben selbst Kapitän bei der flämischen Armee, habe beherzt eine Kanonensalve auf die Angreifer abgeschossen und dabei im Namen der Mutter Gottes des Meeres gerufen. Tatsächlich habe er das Hauptschiff getroffen und die Angreifer zur Aufgabe gezwungen. Am nächsten Morgen kommen wir an diesem Steinhaufen vorbei.
mit lauter guten Wünschen. Besonders hat mir dieser schwarze Stein gefallen mit dem Spruch, mir gefällt der Gedanke, einer von Ihnen leuchtet für mich. Die heutige Etappe hat zwei Gesichter. Anfangs begleitet uns die raue Atlantikküste, danach überqueren wir auf einem schönen, wenn auch anfangs schweißtreibenden Waldweg einen Sattel am Cabo Silleiro. Dann wandern wir durch kleine Dörfer bis ins maritime Bayona. Der Rest der Etappe verläuft durch besiedeltes Gebiet. Links schauen wir auf die Küste, geradeaus sehen wir den hoch am Berghang stehenden Silleiro-Leuchtturm, der uns noch einige Zeit begleiten wird. Auf einem felsigen Karrenweg, die Furchen der Karrenräder sind im Gestein noch deutlich erkennbar, entfernen wir uns von der Küste und wandern bald durch einen Wald wieder bergab. Als wir diese Furchen von den Karrenrädern gesehen haben, haben wir uns vorgestellt, wer und wie sich die Leute hier diese Berge hochgequält haben mit ihren Ochsenkarren oder Pferdekarren, um ihre Waren an die andere Seite der Küste zu bringen. Es ist einfach beeindruckend. Wir nähern uns Bayona. Als Schiffskommandant Martin Alonso Pinzon mit seiner Karavelle Pinta am 1. März 1493 in Bayona anlandete, hatte er nichts weniger als eine Weltsensation dabei. Er überbrachte als erster der alten Welt die Nachricht von der Entdeckung einer neuen Welt, noch vor Christoph Kolumbus, der mit seiner Karavelle Ninja von einem Sturm aufgehalten worden war und erst am 4. März 1493 Lissabon erreichte. Noch von Bayona aus schickte Pinzon umgehend Briefe mit der Neuigkeit an den damals in Barcelona ansässigen Hof, ehe er in Richtung seiner Heimatstadt Palos de la Frontera in Andalusien aufbrach, wo er am 15. März zufälligerweise zeitgleich mit Kolumbus eintraf. Hier sehen wir die Bucht von Bayona und wir überqueren dann eine mittelalterliche Brücke kurz vor A. Ramallosa, die den Rio Minor überspannt. Die Brücke soll römischen Ursprungs sein und eines der interessantesten Details der Brücke ist der Crucero auf der östlichen Seite der Brücke. Am Fuße des Crucero, also dem Kreuze, befindet sich ein Bild von San Telmo. San Telmo ist der Schutzpatron der Seefahrer und der soll hier einige Wunder vollbracht haben. Unser Hotel Miramar liegt ganz in Strandnähe. Nach dem Abendessen machen wir noch einen kleinen Strandspaziergang. Und dann heißt es frühzeitig ins Bett, um frühzeitig morgens wieder starten zu können. Heute geht es nach Vigo. Wir wandern stets nahe der Ria de Vigo, also der Bucht von Vigo, und passieren dabei einige wunderbare schneeweiße Sandstrände. Dieser Streckenabschnitt geht direkt am Strand entlang und abschließend geht es über eine steile Treppe wieder auf die Straße und weiter Richtung Vigo. Wir haben jetzt einen fantastischen Blick auf die am Ende der Ria de Vigo liegenden Islas Cies. Die Islas Cies bestehen aus den drei Inseln Monte Agudo, O Faro und San Martino. Zusammen mit den weiteren nördlich gelegenen Archipelen Catagada, Salvora und Oms bilden sie seit 2002 den Nationalpark Parque Nacional Maritimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Unter strengem Naturschutz stehen sowohl die seit der Eisenzeit und später von den Kelten besiedelten vier Inselgruppen, als auch die sehr artenreichen Meeresgründe rund um die Eilande. In seiner Erzählung 20.000 Meilen unter dem Meer
lässt Jules Verne Kapitän Nemo mit seiner Nautilus in der Ria de Vigo einen Goldschatz heben. Inspiriert hatte ihn eine Seeschlacht aus dem Jahre 1702 zwischen einer niederländisch-englischen und einer spanisch-französischen Koalition. Wenn man als Pilger zu Fuß nach Vigo kommt, möchte man eigentlich gleich wieder umkehren. Mitten durch abstoßende Industrieanlagen, hässliche Wohnblöcke und hektischen Verkehr führt der Weg ins Zentrum. Aber die Altstadt hat es in sich. Hinter der rauen Schale verbirgt sich ein recht hübscher Altstadtkern. Rund um die Kathedrale laden verkehrsberuhigte Gassen zum Bummeln ein. Das Leben wird nicht an den Zeiten gemessen, in denen du atmest, sondern an den Momenten, die dich atemlos machen bzw. dir den Atem rauben. Diesen Spruch haben wir in einem Café gesehen und er ist so treffend für diesen Camino. Es geht weiter Richtung Redondela. Der Weg bergan aus Vigo heraus zieht sich etwas, doch dann wandern wir knapp 10 Kilometer auf einem ebenen Höhenweg mit teils schönen Ausblicken auf die Ria de Vigo. An diesem Picknickplatz mit diesem kleinen Wasserfall vom Rego von Don machen wir eine kleine Pause. Kurze Zeit später öffnet sich der Wald und wir sehen links die mächtige Puente de Rande, die Ria de Vigo überspannt. In der Bucht kann man gut die Aquakulturen erkennen. Die Miesmuschel Mejillon de Galicia wird hier aufgezogen. Vorbei an diesen hübschen Steinmauern geht es jetzt kräftig bergab und wir erreichen unser Tagesziel Redondela. So, das ist die Pilgerparade. Immer bergab nach Redondela. An dem Wochenende fand noch ein kleines Festival statt, und zwar das Festival der Handpuppen oder Festival der Marionetten. El Orio, der Getreidespeicher oder Speicher für Feldfrüchte. Diese Orios sieht man in Galicien fast an jeder Ecke. Gleich nach Arcade kommen wir hinunter zum Rio Verdugo, der hier in die Ria von Vigo mündet. Und über die Brücke in den Ortsteil Aponte. Auch die Ponte Sampaio über den Rio Verdugo geht auf eine Römerstraße zurück. Das aktuelle 10-bogige Bauwerk wurde im Mittelalter errichtet und im 17. und 19. Jahrhundert erneuert. Hier fand am 7. und 8. Juli 1809 die letzte Schlacht zwischen galizischen und napoleonischen Truppen statt. Letztere angeführt von General Ney. Sie endete mit dem Sieg der Galizier und der endgültigen Vertreibung der Franzosen. Du bist nicht allein.
nicht allein auf der Straße. Ja, ab Redondela kommen zwei Caminos zusammen. Und zwar einmal der Camino Portugues Interior und der de la Costa. Und deswegen haben wir hier die doppelte Pilgerschar. Und man merkt es, wenn man hier einmal vorausschaut, was hier unterwegs ist. Alles Richtung Santiago de Compostela. Ja, wer läuft denn jetzt diesen Weg? Wir haben Pilger aller Altersklassen getroffen. Von 18 bis 82 Jahren war alles auf den Beinen. Auffallend viele ältere Damen. Gerne wurde auch der Gepäcktransport genutzt. So auch organisierte Wanderungen. Hier braucht man nur angeben, wie viele Kilometer man maximal täglich gehen möchte und welche Unterkünfte man bevorzugt. Und die Organisationen, also die Reisebüros, stellen dann die entsprechenden Etappen zusammen. Der Weg ist im Grunde recht leicht zu gehen, da es kaum Steigungen gibt. Lediglich zum Schluss geht es ab und zu mal etwas rauf und runter. Wer aber die Höhen des Teutoburger Waldes schafft, der schafft auch diesen Weg. Der Jakobsweg geht geradeaus Richtung Pontevedra. Wesentlich schöner ist jedoch der Camino Complementario. Die letzten 8 Kilometer Richtung Pontevedra geht dieser Weg immer an einem traumhaft schönen Bach entlang. Nach Unterqueren einer Straßenbrücke, die recht hübsch angemalt ist, wir sind völlig begeistert von diesem Kunstwerk, und einer Eisenbahnbrücke erreichen wir in Kürze unser Tagesziel Pontevedra. Das sympathische Pontevedra wirkt wie die kleine, heiter, unbeschwerte Schwester von Santiago de Compostela. Größte Sehenswürdigkeit ist die der pilgernden Jungfrau Maria geweihte Capilla da Virge Peregrina. Die Praça de Lenha gilt vielen als der schönste Platz Pontevedras. Pontevedra wird recht stimmungsvoll durch die Altstadt verlassen. Nach Überqueren des Rio Leres bleibt die Stadt bald zurück. Danach geht es auf kleinen Sträßchen und Waldwegen durch ländliches Gebiet. Chorizos auf einem Keramiktischgrill. Da stehen die Spanier drauf. Tischgrill aufstellen, Würstchen drauf und dann den Minigrill anwerfen. Lecker! Keine Angst, eine nette Begleitung findet man immer. Manchmal für einen Etappenabschnitt oder für immer.
wieder so ein Ort, in dem man sich verlieben könnte. Wer sich von der Mühsal des Pilgerns erholen möchte, kann sich in einem der beiden Thermalhotels von Caldas de Reis verwöhnen lassen. Schon vor rund 2000 Jahren schätzten die Römer die wohltuende Wirkung der zwischen 40 und 48 Grad heißen Thermalquellen. Caldas de Reis, Thermalquellen der Könige. Über die Jahrhunderte suchten Kranke in dem schwefel- und natriumreichen Wasser Heilung, besonders bei Rheuma, Hautproblemen oder Erkrankungen der Atemwege. Unter der Brücke führt ein Holzsteg entlang. Auf der anderen Uferseite liegt verträumt an einer alten Mühle ein Restaurant, wo sich viele Pilger und Einheimische zum Essen einfinden. Wir verlassen Caldas über die Puente Bermenia. Diese Brücke ist ein Erbe aus der Römerzeit, auch wenn der aktuelle Bau ebenso wie das steinerne Wegekreuz auf der Brücke aus dem 17. Jahrhundert stammen. Wird schon mal gefragt, ob man diesen Weg schaffen kann. Wir haben sogar einen Mann gesehen, der mit einer Beinprothese diesen Weg ging. Beeindruckt hat uns ganz besonders eine Gruppe von Spaniern aus Barcelona. Diese führten in ihren Reihen einen Mann mit. Das Besondere daran, er ist blind. Blind auf dem Jakobsweg. Wie schafft man das? Ganz einfach in der Gemeinschaft von lieben Freunden. Der blinde Mann hielt sich am Tagesrucksack oder am Arm eines Freundes oder seiner Ehefrau fest und wurde so geführt über alle Wege. Jetzt sollte man denken, das geht nur langsam. Nein, normale Schrittgeschwindigkeit war angesagt. Er konnte auf seinen Führer vertrauen. Der Blinde wurde bei allen Scherzen auch nicht geschont. So wurde auch auf seine Kosten so mancher Spaß gemacht. Diese Gemeinschaft hat uns sehr stark beeindruckt. Unser Hotel liegt ganz nah am Rio Ulla. Neidvoll schaue ich den spielenden Kindern zu. So eine lange Badeanstalt hätte ich auch gerne gehabt als Kind. Heute geht es nach Teo, nur 13 Kilometer. Wir überqueren die Brücke über den Rio Ulla bei Ponte Cesures und der Wegstein sagt uns, dass es nur noch 27 Kilometer bis Santiago de Compostela sind.
Immer am Rio Saar entlang geht es nach Padrón. Unter den mächtigen Platanen des Paseo del Espolón neben dem Rio Saar erinnert ein Denkmal an den Literaturnobelpreisträger Camilo José Cela. Oberhalb des Flusses Rio Saar liegt das Convento del Carmen am Hang des Berges San Gregorio. Der Brunnen unterhalb des Konvents, Fuente del Carmen, wurde 1577 errichtet und 1789 umgebaut. Er zeigt unter anderem das am Pedron angekettete steinerne Schiff mit dem Leichnam des Jakobus. Der Weg verläuft jetzt durch oder in der Nähe von Siedlungen, dazwischen kurze Abschnitte an Feldern entlang oder durch Wäldchen. Der Großraum Santiago ist erreicht. Das unscheinbare Straßendorf A. Esclavitud überrascht mit dem recht imposanten, von zwei hohen Türmen flankierten Santuario de A. Esclavitud. Seinen eigenwilligen Namen auf Spanisch Esclavitud, Heiligtum der Sklaverei, verdankt die Kirche der Quelle unter der großen Haupttreppe. Im 16. Jahrhundert hatte der Dorfpfarrer aus Dankbarkeit, dass sie ihn bei Baumarbeiten vor einem schlimmen Unfall bewahrt hatte, eine Steinskulptur der Mutter Gottes über der Fonte Santa, der heiligen Quelle, aufgestellt. Hat er spitze Hörner? Ja, aber das tut schon richtig weh, wenn das und so kleine Läppchen hier öffnet. Allerliebst. Noch ein paar Worte zur Verständigung. Man mag es mir verzeihen, dass ich so manches nicht richtig ausgesprochen habe. Mit einem Portugiesen habe ich des Öfteren geübt, wie denn so mancher Ort ausgesprochen wird. Aber es ist mir kaum gelungen. Portugiesisch ist mir einfach zu schwer. Mit Englisch kommt man gut durch. International kann man mit Händen und Füßen gut klarkommen. Zur Not ist immer ein Pilger zur Hand, der übersetzen kann. Die Spanier haben sehr schöne Landgasthöfe. Man nennt sie Casa Rural. Es sind einfache Unterkünfte, meist landschaftlich schön gelegen und recht preiswert. Meistens sind es alte Herrenhäuser, die sehr schön ausgestattet sind. Unser letzter Tag auf dem Camino. Pastor Alemán. Deutscher Hirte, so heißt der deutsche Schäferhund auf Spanisch. Jetzt sind es nur noch wenige Kilometer bis Santiago. Nach einem leckeren Frühstück erwartet uns diese schöne Brücke über den Rio Saar. Wir folgen einem verwunschenen Waldweg und gelangen zu einer Straßenbrücke. Der letzte Stein mit Kilometerangaben, den wir sehen. Noch knapp 4 Kilometer. Die Spannung steigt. Kurz vor der Stadtgrenze überrascht uns noch diese Blumenpracht. Wir haben es geschafft. Nach 275 Kilometern haben wir Santiago erreicht. Das Eingang zu der Altstadt. Und im Hintergrund sieht man die Kathedrale, beziehungsweise den Turm der Kathedrale. Jetzt sieht man die Kathedrale.
So, und an dieser Straße ist unsere Herberge, unser Hostel. Und da kommen wir runter. Ja, da wollen wir mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Tschüssi. Der Butafumeiro, also das versilberte Weihrauchfass, kommt nur zu besonderen Anlässen zum Einsatz. Früher machte er den strengen Körpergeruch der Pilger erträglicher. Heute ist es ein beliebtes Spektakel, wenn 8 Männer am Seil ziehen und er mit 68 Stundenkilometer durch das Querschiff saust. Nur 2-mal löste er sich bisher vom Seil, ohne jedoch größere Schäden anzurichten. Man kann das Schwenken des Weihrauchkessels auch buchen. Es kostet zurzeit 450 Euro. Yeah.
Jeder Pilger, der auf dem Jakobsweg unterwegs war und Santiago de Compostela erreicht hat, wird uns zustimmen, dass der Weg mit dem Ankommen in der Stadt keineswegs zu Ende ist. Die meisten kommen wie wir bewegt, inspiriert und vielleicht auch verändert wieder nach Hause in ihren Alltag und nehmen den Camino im Herzen mit. Wir sind dankbar, dass wir diesen Weg gehen durften. Wir sind glücklich, dass wir diesen Weg unbeschadet überstanden haben und wir möchten keinen Schritt dieses Weges missen. Wir wünschen allen Pilgern ein Buen Camino.